Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ja, worum kümmern wir uns im heutigen Video? Ganz einfach, ich habe ja schon erwähnt, ich bin mir nicht sicher, verkaufe ich den F31 oder nicht. Und ich habe ihn aus dem Netz genommen. Ich hatte zwar unzählige Angebote und Anfragen, aber ich habe einfach keinen Nerv. Gerade bei dem Auto, wo wirklich alles tip top ist. Lästige Anfragen, unfreundliche Anfragen. Leute, die gefühlt eine Garantie beim Privatkauf mitkaufen wollen, etc. Pipapo, da habe ich überhaupt keinen Nerv drauf. Das Auto ist leistungsgesteigert, das Auto ist umgebaut, das Auto wird gekauft, wie gesehen, es läuft einwandfrei. Ich fahre tagtäglich damit und ich behalte ihn jetzt auch, weil es einfach ein gutes Auto ist und das schneiden die Leute leider nicht. Naja, am Ende des Tages, ich glaube, ich will gar nichts Neues, zumindest nicht im Moment als Daily, denn mit 6 Liter Verbrauch im Durchschnitt zwischen 6 und 7 Liter, wobei 7 habe ich noch nie geschafft, bist du so sparsam unterwegs, selbst bei den jetzigen Dieselpreisen. Und optisch, wie gesagt, modernes Auto, zeitloses Auto, schönes Auto, er geht sehr gut, was will man mehr. Kommen wir zum Punkt, wir verändern ihn noch weiter. Ich habe ja gesagt, ich habe noch was für die Front rumliegen und das bauen wir heute an. Und das ist diese Lippe hier, die kommt jetzt hier unten dran. Das Auto hängt schon auf der Bühne. Ich weiß, er ist sehr dreckig, ich habe es jetzt nicht geschafft, den zu waschen. Mache ich im Nachhinein. Ich muss ihn auch mal aussaugen. Ich bin die Tage überhaupt nicht dazu gekommen. Gerade mit der kleinen Emma, die jetzt da hinten am Schlafen ist. Denn die hat den Kofferraum für sich in Beschlag genommen. Und da sieht es auch nicht viel besser aus wie hier außen. Naja, Felgen ist auch so ein Ding. Die wurden beim Vorbesitzer ja mit der Dose lackiert. Und jetzt löst sich bereits überall der Lack so ein bisschen. Weil eigentlich dieser Stern hier außen mal glänzend war wie das Bett innen drin. Sieht sehr bescheiden aus. Ich mache auf diese Felgen auf jeden Fall Winterreifen drauf. Das heißt, die Originalfelgen kommen hier nicht drauf. Das sieht fürchterlich aus. Und dann werde ich mal schauen, entweder kaufe ich andere für die nächste Saison oder lasse die dann Pulver beschichten. Mal gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall lasse ich die jetzt erstmal so, wie sie sind. Hau da Winterreifen drauf und dann geht das schon für den Winter in Ordnung. Da ist das nicht so schlimm, aber sieht schon ein bisschen ranzig aus. Naja, so. Wir montieren auf jeden Fall die Lippe, dann kommt noch was Kleines auf den Seitenschweller drauf und ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht am Heck den Diffusor schwarz machen, wobei das sich auch ganz schön beißen könnte, ne? Weil das eine originale Stoßstange ist, kommt die natürlich nicht so wuchtig, die geht hier so abgeflacht nach unten. Ich glaube, das könnte auch das ganze Bild ein bisschen kaputt machen. Deswegen, da bin ich noch am Überlegen. Entweder machen wir den Diffusor hier unten schwarz. Den kann man auch nicht ausbauen, denn das ist ein Teil. Oder wir lassen das erstmal so und ich besorge noch eine andere Stoßstange. Mal gucken, mehr dazu im weiteren Video. Dann habe ich noch eine Neuigkeit, denn es geht weiter mit dem neuen Projekt. Tatsächlich bin ich nun endlich dazu gekommen, und habe ein neues Projekt an der Hand. Noch nicht ganz 100% sicher, aber zu 99% kann ich sagen, wir haben ein neues Projekt und das wird euch bald vorgestellt. Ich werde wahrscheinlich heute, spätestens morgen, wenn ich vom Verkäufer eine Rückmeldung bekommen habe, die Anzahlung schicken, denn er hat so ein bisschen Bedenken, dass man Geld zurückziehen könnte etc. Und ich möchte das Auto anzahlen und bevor die Spedition das Auto holen kommt, praktisch den Rest überweisen. Und warum überweise ich nicht gleich alles? Ganz einfach, das Auto ist momentan, ich will nicht zu viel verraten, noch ein bisschen zerlegt und ein paar Sachen müssen noch eingebaut werden, so wie ich die gerne möchte. Der Verkäufer hat es mir angeboten, das zusammenzubauen und deswegen erstmal eine Anzahlung, wenn das dann zusammengebaut ist, die vollständige Zahlung und dann würde ich erst eine Spedition in Auftrag geben, denn das Auto steht 600 Kilometer entfernt und ich habe nicht die Möglichkeit, das zu holen. So, das bedeutet, hier geht es auf jeden Fall voran, was das neue Projekt angeht. Wir kümmern uns heute um den F31. Weiter geht es dann auch mit dem Quad, leider nicht in diesem Video, denn der Vergaser ist tot. Ich habe ja gesagt, ich versuche ihn nochmal zu reinigen. Ist passiert, hat aber nichts gebracht. Der läuft auch die ganze Zeit über, das heißt, der Schwimmer ist entweder fest oder verbogen. Ich weiß es nicht und bevor ich da weiter rumbastel und den tausendmal ein- und ausbaue,
bestelle ich da einen neuen, der kostet 40 Euro, das kann man verkraften. Ich hoffe, das Ding läuft dann endlich mal, weil wenn das Wetter noch viel schlechter wird, dann habe ich auch keinen Bock mehr zu fahren. Dann war die ganze Sache auch auf gut Deutsch führen. Ne? So, in dem Sinne, ich mache jetzt das Auto hoch, dann schauen wir mal zwecks Befestigungspunkte. Das ist ja eigentlich relativ simpel, denn wir nehmen hier unten eigentlich auch die Befestigungsschrauben von der Stoßstange selber. Hier in der Mitte werde ich wahrscheinlich erstmal Spax-Schrauben verwenden. Mal schauen, wie das passt und wie das aussieht. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt dran. Heb das Auto hoch, montiere die Lippe mal. Dann machen wir noch eine Kleinigkeit an der Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, die Lippe ist jetzt dran. Ich habe von den Spax-Schrauben abgesehen und habe sie tatsächlich mit selbstsichernden Muttern und ganz normalen 10er Schrauben festgemacht, wie man hier sehen kann. Hier habe ich zweimal pro Seite jeweils zusätzlich Spax-Schrauben reingemacht und auch hier in der Mitte erstmal die Unterbodenverkleidung abmontiert und auch hier mit richtigen Schrauben, denn eigentlich ist das immer noch nicht richtig fest. Und ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt noch Spax-Schrauben reinmache, dann fliegt das Ding doch sofort weg. So, das heißt, es ist noch ein bisschen wabbelig. Es hat halt in der Mitte nur diese zwei Anhaltspunkte, wo es halten kann und sonst nichts. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Und vor allem lassen wir das Auto jetzt mal ab und schauen, ob uns das überhaupt so gefällt. Aber bevor wir das machen, habe ich noch eine Kleinigkeit besorgt. Und zwar diese schicken Dinger hier. Ich bin überhaupt kein Freund von Aufklebern, beziehungsweise, ja, ich habe nichts gegen Aufkleber, aber es sollte in einem Maße sein, wo es noch ansehbar ist. Ich habe auch den ein oder anderen Aufkleber auf meinen Autos gehabt, aber eben nicht zu viel. So, und deswegen habe ich mir hier die Dinger hier besorgt. Und wir haben ja an der Seite bis auf die Spiegelkappen und die Seitenfenster keinen schwarzen Akzent. Und ich habe mir gedacht, so was Kleines am Schweller gehört noch mit hin, sodass irgendwas von der Seite in irgendeine Richtung geht. Und habe mir jetzt gedacht, ich klebe die Dinger auf Undercover, die wird man nicht so sehr sehen, hier auf die Seitenschweller. Und ein kleines haben wir auch noch. Das hier. Und das überlege ich hier auf die Haube zu kleben, denn ich denke, das dürfte relativ gut aussehen. Mal gucken, wenn nicht, dann mache ich es wieder runter. Ich mache jetzt erstmal die zwei hier drauf auf die Seitenschweller, lasse das Auto mal runter und dann sehen wir, wie das auf dem Boden aussieht. So, Lippe ist montiert, Auto steht schon auf seinen eigenen vier Beinen, wie auch immer, Rädern. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es relativ cool sogar. Ich finde, das hat sogar was. Ich konnte mich anfangs nicht ganz so anfreunden. Ich habe die ja schon länger liegen gehabt und wusste nicht, ob ich sie montiere. Aber jetzt, wo die montiert ist, finde ich, sieht das echt, ja, das passt einfach, ne? Das passt wie die Faust aufs Auge. Nee, ich finde das gut so. Wirklich, jetzt fehlen Seitenschweller, entweder vom M-Paket, denn die gehen so gebogen nach unten, die was jetzt drauf sind, und das sieht so ein bisschen mit der Front so ein bisschen verloren aus. Die M-Pakete sind ein bisschen kantiger, die würden besser aussehen, eventuell macht man da noch was oder wirklich so eine Art Side-Skirts oder wie das sich schimpft, sprich eine Art Lippe für die Seitenschweller, das würde natürlich noch besser aussehen meiner Meinung nach. Wir haben jetzt einen schwarzen Akzent auf die Schweller mit eingebracht. Ja, seht ihr es? Ich glaube nicht, das ist so klein, dass man es kaum sieht, aber gut, es ist ja nur fürs Gewissen. Da steht jetzt schön M-Performance drauf. Sieht man auch relativ gut in echt, aber wirklich nur, wenn man es weiß und genau hinschaut. Das kleine Teil davon, das ich eigentlich auf die Haube kleben wollte, wollte ich ja hier hin machen, habe ich dann versucht, hier hin zu machen. Deswegen ist es hier an der Stelle sauber. Allerdings hat das nicht so gut gehalten und beim Abziehen haben sich ein bisschen was gelöst und da habe ich es gleich runtergemacht, denn ich muss den Wagen ja gleich waschen und bevor da die Hälfte fehlt oder so, hatte ich keine Lust drauf, habe ich gleich wieder runtergerissen, ist jetzt natürlich kaputt. Egal, auf den Seitenschwellern klebt das beidseitig. Heck lasse ich erstmal so, denn wie gesagt, wenn wir den jetzt wirklich noch länger behalten, dann schauen wir mal, ob wir eine 335 Heckstoßstange herbekommen oder eventuell, was ich schon die ganze Zeit geguckt habe, aber nichts gefunden habe, ist ein M-Heck für den Touring. Das wäre natürlich nochmal eine Nummer wilder, da wäre ich voll dabei.
Wenn ihr da was wisst, wo es sowas gibt, wie gesagt, ich suche sowas, wäre ich sofort der Mann an Ort und Stelle, der das Ding bestellt. Und sonst soll es das jetzt erstmal gewesen sein zum Auto heute. Wie gesagt, neues Projekt kommt. Quad geht dann auch im nächsten Video mal mit nebenbei weiter. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Kleines Video nur gewesen. Wir haben ein bisschen was an der Front gemacht, ein bisschen Aufkleber draufgeklebt. Ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid, es kommt ein neues Projekt. Das wird richtig, 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 richtig wild. Also ich kann es kaum selber erwarten, denn ich bin so gespannt. Und das Auto habe ich die ganze Zeit gesucht und endlich ist es soweit gekommen. Endlich haben wir einen gefunden. Endlich kommt das auf diesen Kanal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif und wie gesagt, gerne drunter kommentieren, denn das sieht noch immer ein bisschen mau aus und das würde mich sehr freuen. In dem Sinne, Daumen nach oben, kommentieren, Abo dalassen, bis zum nächsten Mal. Ciao.